Herzlich willkommen und guten Morgen. Ich bin gerade hier noch am Arbeiten. Wir haben morgen eine Athletin auf dem South German Cup, die Dana. Sollen wir mal kurz auf ein Foto spicken? Hier haben wir schon ein bisschen rumgemeckert. Wir zeigen mal ein Bild, wo sie, glaube ich, ein Stolz drauf ist, wie sie hier ihre Teilungen sieht. Hier hat sie uns geschickt mit ihrem Freund. Wie man das sieht, wird sie crispy. Eine Figurathletin, erstes Mal auf der Bühne. Und wir sind in Las Vegas angekommen nach einem über 22-Stunden-Trip über Kanada. Keine Ahnung, was uns da geritten hat, einen kleinen Umweg zu fliegen, aber wahrscheinlich war es vom Preis her ziemlich lukrativ. Deswegen haben wir das gewählt. Ja, wir waren absolut tot, sind ins Bett gefallen, haben uns hier eingelebt. Wir sind wieder in dem Apartment, Hotel, wo wir waren, mit so einer kleinen Kochnische, bevor wir dann am Mittwoch umziehen. Nächste Woche ins Host Hotel. Jetzt steht erstmal Arbeit an. Wir haben gedacht, hey, alle filmen immer ihre Einkäufe, aber wir haben hier kein Auto, wir machen alles mit Uber und haben deswegen die super coole App genutzt, die nennt sich Instacart oder so. Müsst ihr mal auschecken oder mir schreiben, wenn ihr es nicht findet. Ich kann euch da so einen Empfehlungslink schicken. Und da bestellt man einfach im Grunde seine Lebensmittel online, kann mit dem netten Typen dann da schwätzen, was man ausgetauscht haben möchte oder wenn es ein Produkt nicht gibt und so weiter. Und die Lieferung kam gerade. Lass uns mal anschauen, was wir haben. Also erstmal muss man sagen, ich habe eigentlich echt ein bisschen schon was mitgenommen im Koffer, weil noch Platz war. Und dann haben wir gedacht, hey, wenn wir eh kein Auto haben, dann nehme ich einfach, was ich noch an Gewicht habe, schon mal an Essen mit rein. Kann man dann schön, wenn man zurückfliegt, die Sachen wieder füllen mit anderen Dingen. Was ich auch gemacht habe, ist, wenn ihr da auch gerne mal mehr Infos möchtet, mir einfach direkt auf Instagram schreiben. Ich habe bei einer Meal Prep Company meinen fertigen zubereiteten Tilapia, den ich immer esse, und Chicken, Bohnen und Brokkoli bestellt, was ich eigentlich immer esse, ungewürzt, ohne Salz und so weiter. Ich zeige euch das mal. Und zwar kommt es hier gefroren, einfach blanker Brokkoli, jetzt zum Beispiel das, was ich schon auf habe. Und hier noch was von meinem Fisch. Einfach in solchen Mikrowellenpackungen. Und da habe ich einen Teil von ins Gefrierfach gepackt und einen Teil davon schon mal auftauen lassen. Super praktisch. Also wie gesagt, Long Life Meal Prep kann ich wirklich empfehlen. Wenn ihr da einen Kontakt braucht oder gerne Infos möchtet, wenn ihr mal in der USA seid, schreibt mir. Ich gebe euch da gerne die Connections. So, das ist eine. Deswegen, ich musste keinen Fisch bestellen, kein Hühnchen bestellen. Ich muss mich jetzt nicht blöd in die Küche stellen und hier die Bude volldampfen. Deswegen haben wir nur noch den Rest per Instacart bestellt. Und zeige euch, was da gekommen ist. Absolute Lieblingsempfehlungsläden in der USA, Trader Joe's und Sprouts für die Athleten. Diese Gallonen hier sind wirklich Gold wert. Davon haben wir ein paar bestellt. Ich habe bei Sprouts, also wenn ihr zum Beispiel als Athleten in der USA seid und ihr findet keine Reiswaffeln ohne Salz, weil in normalen großen Läden gibt es keine, schaut in diese Organic-Läden rein. Da gibt es immer die Reiswaffeln ohne Salz. Was ich mir auch immer bestelle, sind Tees, vor allem diese Yogi-Tees, und Lemon-Ginger-Tee ist absolut genial. Ich muss in Deutschland einen Lemon-Ginger-Tee finden. Dann habe ich bestellt noch Blaubeeren. Die waren auch im Angebot. Achtung, es ist in Amerika alles ziemlich teuer. Also, ich habe hier, um das mal zu zeigen, und es ist wirklich echt, es tut im Herzen weh, wir haben bezahlt für. Das Wasser war günstig, das waren 4 Stück für jeweils 1,50 $, das war eigentlich gar nichts. Der Tee war eigentlich auch okay für so 3 Dollar ungefähr. Je nachdem, welche Tees man nimmt, zahlt man fast bis zu 6 Dollar. Eine Packung Reiswaffeln, 100 Stück, also 100 Gramm, die waren auch echt relativ günstig, kosten 2 Dollar. In Deutschland zahlt man die Hälfte dafür. Blaubeeren, so eine Packung kostet 3 Dollar, das ist auch viel, aber ich habe die genommen, weil die waren im Angebot. Normalerweise kostet eine Packung 4 Dollar. Dann haben wir zum Beispiel hier so Vollkorn-Toastbrot. Das kostet 4,50 € so eine Packung. Es ist aber eigentlich echt schwer, es ist viel drinnen und es ist halt auch so organic. Das heißt, es ist kein Schrott und es ist auch wirklich, Ganz wirklich wichtig. ganz wichtig. Ganz. Dann habe ich bestellt Eiklar.
aber auch von Cage Free Egg Whites. Die sind hier richtig teuer, kostet fast ein Liter, kostet $7. Ich weiß nicht, wie das... Ist normal. Ist normal, gell? Dann haben wir bestellt, ich habe noch ein paar Überraschungen für Daniel bestellt. Und zwar habe ich Daniel Chocolate Peanut Cookies bestellt. Die sind frisch selber gebacken von dem Bäcker da. 12 solche Kekse haben gekostet. Die waren eigentlich auch echt cool vom Preis. 4,99 und die sind halt so handmade. Dann habe ich Daniel noch 5 Frühstück im O-Saft mitbestellt. Der hat gekostet um die 4,50. Das ist aber auch okay für die Menge. Aber du magst O-Saft, deswegen habe ich gedacht, du freust dich. Dann hat Daniel sich noch ein LBS, 1 Pfund kernfreie Trauben bestellt. Die haben gekostet, ich glaube, die waren auch im Angebot, fast 6,50 $. Und ich habe mir meinen Apfelessig mitbestellt. Die kleine Packung, der kostet auch 4,50 fast. Aber der hält mir... Der ist auch billig. Der ist billig, gell? Mhm. Ja, der ist hier echt sehr billig. Wenn man das in Deutschland bestellt oder so, dann hat man da echt viel bezahlt. Okay, dann haben wir noch normale 6 Eier. 6 Eier haben 2,30 gekostet. Das sind aber auch Happy Eggs, also kann man jetzt nicht unbedingt motzen. Dann haben wir, wenn man so ein bisschen Wurst und Käse im Aufschnitt bestellt, haben wir jetzt für 2 Packungen Käse, das ist die Größe, 2 Packungen, $11 bezahlt. Also 2 Packungen Cheddar Cheese kosten $11. Wenn man hier eine Packung, das sind... Hier steht da 2. Also hier für ein bisschen Aufschnitt haben wir bezahlt $12. Also das heißt, der Käse und der Aufschnitt, jeweils 2 Packungen, ist man fast 11, 12 sind 24, $23. Aber wenn man sich jetzt irgendwie dann für die Menge auch irgendwie Sandwiches bestellen würde, wäre man viel teurer. Deswegen, dann habe ich Daniel noch mitbestellt einen Cream Cheese mit Fett reduziert und so ein bisschen mit, das ist nicht mit Kräuter, das gab es nicht mit Kräuter, einen Cream Cheese, dass er noch was unten drunter hat. Da steht auch irgendwas mit Protein drauf. Dann habe ich Daniel noch mitbestellt, oder je nachdem, ob er es mag oder nicht, gekochte Eier. Und zwar, die sind schon geschält, das heißt, das sind auch einfach zum, so weil er in Deutschland auch immer Eier frühstückt. Und ein paar Tomaten zum Snacken. Für diese gekochten Eier zahlt man $5 und für die Tomaten, die waren eigentlich ganz günstig, obwohl es sind $3. Last but not least, hier haben wir zum Beispiel noch den Ingwer, für die Verdauung auch super gut, da zahlt man $1 dafür. Das war eigentlich auch echt, echt ganz nett. Ja, wie gesagt, hier ein Einkauf, mehr ist es eigentlich nicht. Und wir haben bezahlt, plus alles Taxes und Fees, $96. Das ist schon ordentlich. Das heißt, die ganzen Preise, wo du jetzt genannt hast, sind noch ohne Steuer. Ich habe aber hier, dadurch, dass dieses Instacart echt super ist, also... Aber die Preise sind ohne Steuer. Normalerweise, hier steht eine Tasche 20 Cent, hier steht Tax nur 46 Cent. Tipp habe ich gegeben 5, weil der hat echt richtig... ich habe echt den richtig genervt. Und Service haben wir $5 nur bezahlt. Und wir haben nochmal dadurch, dass wir da bei diesem Instacart voll die Promotions kriegen, wenn du da bestellst und wo du bestellst und was du bestellst, $15 nochmal gespart. Wir haben keine Versandkosten bezahlt, dass der uns das geliefert hat. Und wir haben $20 gespart, nur weil wir diese App benutzt haben. Also da kann man echt viel, viel schon sparen. Deswegen... Wir mussten irgendwo hinfahren, wir haben uns Uber gespart, wir haben $20 noch geschenkt bekommen wegen dieser App und ich habe für den nächsten Einkauf wieder $10 als Geschenk bekommen. Also das ist wirklich, finde ich, schon zu empfehlen und wir mussten uns keinen Meter vor die Tür bewegen oder irgendwie blöd schleppen, weil der das wirklich uns direkt vor die Nase getragen hat. Also, wir machen uns jetzt mal auf den Weg, erkunden ein bisschen die Straßen, die Gebäude, die Umgebung, nehmen euch ein bisschen mit. Lassen euch ein paar Eindrücke da. Jetzt sind wir gerade aktuell in der Hotellobby, die angrenzt zu so einer Shopping Mall und dann nach draußen geht's direkt auf den Strip. Also
schauen wir mal, ich habe ein paar Dinge im Kopf, die ich suchen will oder schauen will und würde vor allem auch gern mal diesen Springbrunnen am Bellagio sehen. Let's fly down south to Austin or to Ecuador. Just to drink pina colada on a hot, wet summer's day. Oh, lover, please, please stay. Yeah. Können wir eine Minute reinschauen? Eine Minute. Du neue Socken und ich neue Socken. Stopp, die Zeit. Okay. Ich habe nichts gefunden, weil ich mittlerweile total angefixt bin von diesen Happy Socks. Happy Socks, wenn du das hörst, oder ein Happy Sock Social Media Beauftragter das hört, ich brauche definitiv eine Kooperation mit Happy Socks. Die kriegen mich immer, weil die sind so, kennt ihr so Socken, die dann so schwitzig sind oder so, man zieht die zweimal an, wäscht die zweimal und dann sind sie im Eimer. Schauen wir mal, wir finden schon noch was. Hier rausläuft, ist es wie, als würde man gegen eine Mauer laufen. Also gefühlt von der Wärme und von der Hitze. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Crazy. Und hier stinkt es überall nach Gras. Wo kommt es her? Nee. Wir stehen jetzt hier an dem Brunnen beim Bellagio und es geht jetzt jede Sekunde die Wasserspiele los und ich habe die noch nie hier gesehen und deswegen, da wir jetzt wieder hier sind, fühlt sich das alles schon mal so erlebt an und irgendwie weiß man schon genau, wo was ist und wo man hin muss und deswegen haben wir jetzt gesagt, hey, jetzt wissen wir, was wir cool finden und wo wir hin müssen und das war so auf meiner To-Do-Liste, was ich unbedingt noch sehen wollte. Zum Abschluss machen wir noch eine kleine Roomtour, wo wir so leben und so hausen bis nächste Woche Mittwoch, weil da geht es ja dann ins Host Hotel. Kleine Küche, Spülmaschine, riesen crazy Mikrowelle, kleiner Kühlschrank, Reiskocher habe ich mitgebracht, Kaffeemaschine ist da, Wasserkocher habe ich noch aufs Zimmer gefragt und Toaster ist da. Unsere kleine ZNT-Bar. Mit allem, was man braucht, von Kollagen bis Glutamin, IAs, Enzyme, Magnesium, Tyrosin, Vitamin C, Ashwagandha und die anderen Sachen habe ich in kleine, ist immer ein guter Tipp, zum Beispiel solche Päckchen gepackt und die dann beschriftet. Genau, damit ich nicht alle Dosen mitnehmen muss. Was auch immer super praktisch ist, sind diese Tower von uns. Genau, da geht's weiter. Hier einmal ins Bad. Wir haben hier so eine kleine Toilette und eine Dusche. Ist eigentlich ganz süß, gar nicht viel zu sehen. Und dann geht's hier weiter. Haben wir uns ausgebreitet. Kleine Arbeitsecke. Und unser King-Size-Bett. Wir haben schon gesagt, das Bett, das könnte man am liebsten mit nach Hause nehmen, weil es wirklich super komfortabel ist. Kleines Sofa, wunderschöne Aussicht. Und ansonsten war es das schon eigentlich alles, was man braucht. Und da, wo es dann nächste Woche Mittwoch hingeht, da waren wir schon mal vor 2 Jahren zu Weihnachten als kleines
Urlaubshotel. Ist jetzt nochmal ganz anders, weil letztes Mal waren wir hier, weil wir von hier direkt auch zu der Halle und zur Bühne und so weiter kommen konnten vom Finale. Und dieses Mal ist es dann alles in einem Hotel, wo man wirklich einfach nur mit dem Aufzug nach unten fahren muss. Super entspannt. Genau, so. Zum Abschluss, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für den Support. Wie immer auf znt-nutrition.shop mit dem Code Jenny shoppen, euch was Gutes tun, auf Instagram folgen, auf YouTube generell subscriben, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lasst uns gerne wissen unter den Kommentaren, was ihr aus Vegas noch sehen wollt. Wir haben gerade entschieden, uns morgen eine Show in Vegas anzuschauen, unsere erste Show. Die von Chris Angel heißt die, so eine Magic Show, die mir gerade noch reserviert. Und ansonsten halten wir euch auf dem Laufenden. Wir fühlen uns gut. Training war super. Bis zum nächsten Mal und ciao.